Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial und heute werde ich euch zeigen, wie man ganz einfach einen Minecraft-Armor-Stand-Swapper bauen kann. Das bedeutet, dass man hier auf Knopfdruck quasi die Rüstung ändern kann. Und jetzt mal angenommen, wir haben hier zum Beispiel diesen Armor-Stand, wo wir eben eine Diamantrüstung ausgestellt haben und die möchten wir jetzt aber nicht mehr sehen, sondern wir wollen eine andere Rüstung sehen. Dann können wir einfach hier diesen Knopf drücken und dann verschwindet die Diamantrüstung und die Goldrüstung kommt zum Vorschein. Und wenn wir die auch nicht mehr wollen, können wir auch die Eisenrüstung herzaubern quasi per Knopfdruck. Und wenn wir dann doch wieder die Diamantrüstung haben möchten, können wir da auch nochmal drauf drücken. Insgesamt kann man hier jetzt drei verschiedene Rüstungen zum Beispiel ausstellen. Und dann könnt ihr zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, eure unterschiedlichen Rüstungen, also wenn ihr zum Beispiel unterschiedliche Verzauberungen habt oder sowas, oder wenn die anderen Leuten gehört oder sowas, kann man die dann hier auf Knopfdruck dann immer auswechseln. Und wie ihr schon seht, ist das Ganze gar nicht so schwierig zu machen. Das ist tatsächlich sogar ziemlich einfach. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt direkt das Tutorial. Und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, dass auf diesem roten Block hier der Armor Stand später sein soll, also so in etwa. Das bedeutet, dass wir davor, vor diesem Block, wo es sein soll, einen Knopf platzieren und dann gehen wir zu diesem Block und machen den weg und dann insgesamt noch 5 weitere Blöcke, also dass wir quasi ein 6 tiefes Loch einmal buddeln, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, als nächstes gucken wir, in welche Richtung nochmal der Knopf ist, also in diese Richtung hier und dann machen wir hier nochmal 2 Blöcke weg und das Ganze bis zum Dach und dann machen wir nochmal hier rechts die ganzen Blöcke weg. So, und links auch nochmal. Sollte dann in etwa so aussehen. Jetzt haben wir so ein 3x3 Loch, was insgesamt 6 Blöcke tief ist. Und was wir dann noch machen ist, wir machen diese Reihe hier nochmal weg, weil hier kommt nämlich später ein Slime-Block hin und normalerweise, wenn der verschoben wird durch den Pisten, wird er nämlich alle Blöcke drumherum auch noch mitnehmen. Aber das wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn hier die ganzen Blöcke hin und her geschoben werden und dann unsere Base hier theoretisch kaputt geht und das wollen wir halt nicht haben. So, dann platzieren wir direkt unter das Loch einmal einen Slime-Pisten und da oben drauf einen Slime-Block. Und dann schnappen wir uns mal irgendwelche Blöcke, machen dann hier 2 Blöcke hin, machen dann hier nochmal einen an die Wand, hier nochmal einen an die Wand und dann hier auch nochmal einen hin. Das sollte dann in etwa so aussehen und da können wir jetzt schon mal überall Redstone drauflegen. Das nächste, was wir jetzt tun müssen, ist ein bisschen schwierig, aber eigentlich geht's. Und zwar müssen wir gegen diesen Redstone hier, also ihr seht ja die Umrandung gerade, diese schwarzen Linien, dagegen muss eine Eisen-Trapdoor kommen oder eine Trapdoor Hauptsache, aber ich nehme jetzt mal Eisen einfach, welcher ist eigentlich egal, aber ich nehme Eisen, wie gesagt. So, und dann müsst ihr da eben Rechtsklick gegen machen. So, und das ist eben wichtig, ansonsten könnt ihr es halt auch erstmal ohne Redstone machen und dann einfach einen ganz normalen Block dahin platzieren und dann eben auf die untere Seite von dem Block die Trapdoor platzieren und dann da oben eben wieder einen Redstone quasi hinmachen. Und was wir dann noch machen, ist das gleiche hier oben nochmal gegen den Knopf allerdings, beziehungsweise auch hier, wenn ihr das nicht hinbekommt, dann macht ihr einfach irgendeinen Block hin, auf die Unterseite vom Block zielen und dann macht ihr den Knopf wieder dahin. Und was wir dann noch machen müssen, ist das Ganze hier mal wieder zumachen. Und dann können wir jetzt schon mal hier einen Rüstungsständer quasi draufstellen. Und dann schnappen wir uns hier mal einfach schnell ein paar Helme, so damit wir das Ganze erkennen können. So, das ist jetzt mal unsere Diamantrüstung hier. Dann drücken wir einmal auf den Knopf. Dann platzieren wir hier oben nochmal einen Armor-Stand drauf. Da geben wir jetzt mal den Goldhelm drauf. Drücken hier nochmal drauf. Und dann platzieren wir hier oben noch einen. Und das ist jetzt der letzte quasi. Und da machen wir jetzt mal den Schildkrötenkopf quasi drauf. Und jetzt können wir einfach per Knopfdruck die ganzen Rüstungen hier austauschen. Das ist eigentlich das ganze Tutorial, wie ihr seht, super einfach, schnell zu bauen und ist aber doch ziemlich cool. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Rüstung in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit, ich hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.